Wir bleiben beim Thema Alchemie, nachdem wir jetzt einen meandernden Streifzug durch die Alchemiegeschichte gehört haben, inspirierend, natürlich vor allem ganz klar diejenigen, die auch Erfahrung mitbringen, die dann natürlich auch diese Rezepte schon nachvollziehen können, was dort eigentlich wirklich passiert. Ganz viele Ideen haben wir jetzt schon gehört, Merkur, Sulfur, Salz. Wir haben von den Planeten gehört. Wir haben auch die Historie mitbekommen, dass es auch sehr was Mythologisches hat. Ich fand das Bild von Osiris ganz wunderbar, von dem Sterben und Wiedergeborenwerden. Das ist ja einer der wesentlichsten Gesichtspunkte der Alchemie schlechthin. Alchemie ist eben viel mehr als nur pharmazeutische Produkte herstellen. Es ist ein zutiefst philosophisches, spirituelles Konzept. Und ich denke mal, deswegen ist es auch sehr wichtig in unserer Zeit, in der wir dieses Mythologische völlig verloren haben, dort auch wieder anzusetzen und das neu zu beleben. Ganz anders jetzt noch etwas, was Herr Giester, unser nächster Redner, beitragen wird. Er ist Mitarbeiter der Firma Wala, er leitet dort das Potenzierlabor, ist also jeden Tag damit beschäftigt, aus Stoff Arznei zu machen. Das ist sein Beruf. Man kann ein Butterbrot nicht spritzen, man kann einen rostigen Nagel nicht essen. Die Dinge müssen verwandelt werden. Sie müssen in ihren spirituellen Essenzen befreit werden. Das ist seine Aufgabe. Das ist das Potenzieren, eine der höchsten Gaben. In manchen Firmen machen das die MTAs. In Wala und Veleda machen das besondere Leute. Weil man braucht eine besondere Gabe der Kontemplation dabei. Man muss sich auch hineinversenken können. Das ist also viel mehr als einfach nur verschütteln. Aber darüber werden wir jetzt gleich einiges erfahren. Die anthroposophischen Heilmittelfirmen Wala und Veleda sind der Alchemie sehr verpflichtet. Beide Firmen sind auch vertreten, Veleda dann durch Stefan von Löwensprung morgen noch. Sie haben sehr viel alchemistischen Background. Das liegt natürlich auch an Rudolf Steiner, der mit der anthroposophischen Gesellschaft ganz viel dazu beigetragen hat, dass das alte Wissen heute noch lebendig ist. Ich denke mal, ohne die Anthroposophen wäre ganz viel von diesem alten Wissen schon längst verloren gegangen. Also wir verdanken ihnen viel, dass wir heute noch darauf zurückgreifen können. Und auch für mich ist es so gewesen, dass die bedeutenden Schriften, die mich zu dem Thema gebracht haben, anthroposophischen Ursprungs waren, ganz besonders vorweg das Buch von Alain Selavry, Vitalfunktionstypen in Psychologie und Medizin. Das war für mich das Schlüsselbuch schlechthin, um mich mit diesem Thema auseinanderzusetzen. Vielleicht hätte es Natura Naturans auf diese Weise so nicht gegeben, wenn ich dieses Buch nicht in die Hand gekriegt hätte. Weil daraufhin hat sich das alles in diese Richtung fokussiert und Paracelsus kam tatsächlich erst danach. Zuerst kamen solche Bücher wie das von Alain Selavry oder von Wilhelm Pelikan über die Pflanzen. Und als ich dann, wir gehen ja seit vielen, vielen Jahren mit unseren Ausbildungen auch zu Besuch zu den Firmen, wir werden dieses Jahr wieder mit unserer TAM-Ausbildung bei der Veleda zu Gast sein, wir werden auch bei der Wala wieder dieses Jahr sein, bei der Firma Soluna arbeiten wir viel zusammen, weil einfach Pharmazie dort ganz lebendig betrieben wird und einfach auch nicht nur um Geld zu verdienen, sondern auch um philosophische Ideale hochzuhalten. Und das finde ich etwas ganz Wichtiges und bei der Gelegenheit, bei einem Besuch haben wir uns auch kennengelernt, die Chemie hat sofort gestimmt, die Alchemie zwischen uns hat auch gestimmt und so ist Markus Giester jetzt inzwischen auch Referent bei Natura Naturans. Wir haben jetzt nicht nur seinen Beitrag hier, seinen Beitrag in der TAM-Ausbildung, sondern er hat auch noch einen anderen Kurs bei uns, Homöopathie selbst gemacht. Das ist zutiefst spannend, selber mal Homöopathiker herzustellen, weil ganz einfach ganz viele Bewusstseinsprozesse beim Herstellen überhaupt erst geschehen. Arbeiten im Labor und die Arbeit an sich selbst sind einfach eins. Das ist für den Alchemisten immer schon eins gewesen. Es ist untrennbar miteinander verbunden. Die Arbeit an der Materie, die Arbeit an seinem geistig-seelischen Gefüge. Es ist eins. Und in diese Richtung werden wir jetzt, glaube ich, einen Vortrag hören. Begrüßen wir zusammen Markus Giester. Ja, vielen Dank. Es freut mich sehr, dass ich über das Thema heute mit Ihnen sprechen kann. Beim Vorredner, es wird viel um Verdauen gehen, es wird um Aufschlüsse gehen. Und es gibt ganz unterschiedliche Arten, wie man das machen kann. Die Zeit wird da, denke ich, knapp ausreichen.
Aber was ich versuchen möchte, Ihnen zu vermitteln, dass da einige grundlegende Prinzipien dahinter stehen. Und wenn man den grundlegenden Gedankengang dahinter mal verstanden hat, kann man daraus auch ganz eigene Dinge unter Umständen entwickeln. Ich möchte eins vorausschicken, wo ich gerne hätte, dass Sie das einfach ein bisschen im Hintergrund behalten. Es sind jetzt viele hier, manche von Ihnen kenne ich selber schon aus Seminaren. Das ist wahrscheinlich, sage ich jetzt mal, was Altes für Sie. Ich möchte es daher trotzdem nochmal wiederholen. Herr Gebelein hat es auch schon angesprochen. Wenn wir erstmal nochmal auf die Pflanze schauen und eben diese drei Prinzipien, Sal, Sulfur und Merkur, nochmal darzustellen. Nimmt man eine Pflanze und der gedankliche Ansatz ist, das erstmal zu trennen in die drei Prinzipien, Sal, Sulfur, Merkur, jedes dieser Prinzipien für sich aufzureinigen, zu erhöhen und es dann wieder in einer entsprechenden Form dann zu vereinigen und daraus erhält man dann diese spagyrische Pflanzenessenz. Wenn man also die Pflanze nimmt und erstmal sozusagen überdestilliert, destilliert man die ätherischen Öle ab, es entsteht der Sulfur, das was abraucht, dann vergärt man es im Regelfall mit einer Hefe und unter einem Zusatz von Zucker zu einem Merkur, was da oft dazu geführt hat, dass man gesagt hat, das Merkurielle ist der Ethanol. Also das ist nicht so, sondern das Merkurielement kann man auf Ethanol darstellen. Es gibt aber durchaus andere Elemente, in denen man das darstellen könnte. Und die Firma Wala macht es eben mit dem, den nimmt den Merkur als Wasser.